So, und damit herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zur zweiten Folge The Devil in Me. Hier jetzt unterwegs mit Charlie und Mark. Wir steuern Charlie und wir sind unterwegs zur Burgspitze und können offensichtlich jetzt mit Leertaste hier klettern, um von da ein paar neue Aufnahmen zu machen. Ich bin ja nach wie vor sehr gehypt auf das Spiel. Bisher fand ich ja alle Teile wirklich sehr gut. Am Anfang von House of Ashes zugegebenermaßen war ich ein bisschen skeptisch, aber es hat sich ja wirklich zu einem fast schon meiner Lieblingsteile ich dachte gerade, hier wäre was gewesen. Fast zu einem meiner Lieblingsteile von den drei ersten Teilen entwickelt. Achso, wir können jetzt auch rennen. Krass. So gut. Ei. Deswegen, also war schon sehr cool bislang die ersten Teile. Deswegen, ich glaube, dass der vierte Teil nochmal eine Spur... Mann, ist das laut. Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, eine Spur theoretisch cooler weiß ich das, aber... Es sind wieder so ein paar Schauspieler, Wir müssen drum herum kommen. Die gleich sind. Warning, Cliff Erosion. Alles für die Aufnahme, hm? Warnung, Cliff Erosion. Diese so Klippen sind aus. Anfällig für Erosion. Die Warnung, dass alles ins Meer fällt? Ich finde, wir vertrauen drauf und sterben nicht. Nee, das Schild wurde von den Anwälten aufgestellt. Das passt schon. Das sehe ich anders. Okay, also ich glaube, es wird ein wenig actionreicher, dieser Teil. Weil wir ja gerade so eine Einführung kriegen sollen. Hey, Mark, ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Fürs Film oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder anstrengend. So. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Ja. Scheint so. Gut, wenn wir jetzt hier kurz mal einen Moment der Ruhe haben. Also ich glaube, die Folge, nicht die Folge, generell der Teil wird wesentlich actionreicher als die bisherigen drei Teile, weil Springen ist ja komplett neu. Also dass wir jetzt selber hier hochspringen können, herunterspringen können, uns hochkraxeln können. Okay, ganz ehrlich? Dass wir jetzt hier so joggen gehofft, können, ist neu. Ich weit weg von allem bin, dass ich das vielleicht eine Auszeit hätte und etwas entspannen könnte. Auszeit? Wozu soll das gut sein? Naja, bisschen runterkommen. Das mit dem Inventar ist neu. Dass die so viel sammeln, ist auch neu. Wir haben ja kaum Zeit, hier irgendwas zu erzählen. Da ist ein Schild. War wohl ein übler Sturm. Eieiei. In Gedenken an die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai 1907, der 187 Leben auslöschte. Die Crew und die Passagiere der SSS Cassiopeia, die zu Fuß dieser Felsen in die Klippen fuhr. Hey. Ah, Schiffsunglücke sind immer nie so schön, ne? Ja, gut. Ach, springen können wir sogar auch, okay. Boah. Taffer Sprung, würde ich sagen, ne? So aus dem Stand heraus. Jedenfalls zurück zu den Schauspielern und Schauspielerinnen, was ich ja eben sagen wollte. Also ich glaube, den wir gerade steuern, der Charlie, das ist doch der der Busfahrer aus Little Hope, also hier Andrew am Ende. Dann wie gesagt, die Kamerafrau ist die Kapitänin aus aus Man of Medan. Und wir haben hier... Okay, wir haben hier jetzt so ein mit einem Tarn und Feuerzeug. Wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauch dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Ich schaff den Schnitt auch allein. Solltest du auch versuchen, eine Auszeit nehmen. Hast du keine Familie? Okay, also zum Glück ist es immer... Bei allen keine Dingen, wo Mrs. wir London, klettern müssen, runterkriechen müssen und so weiter, ist es zum Glück immer Job. Die Leertaste. Also mit das dem heißt, Job verheiratet. Wir müssen dann nicht in. Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet.
Das heißt, wir müssen nicht dann auch noch in Paniksituationen immer schnell überlegen, ist jetzt Ducken Steuerung, ist jetzt Ducken leer. Das ist einfach immer leer, das ist schon mal gut für mich. Gut für die Leute. Ja, auch hier so durchquetschen, auch Leertaste. Sehr, sehr gut. Vorsicht da vorne, Charlie. Nicht da an dem Ding hängen bleiben. Oh. Scheiße, was zur Hölle ist das? Eine Puppe. Naja, die hängt hier ab. Gehört vielleicht zu einer alten Museumsausstellung. Alter! Ja, das wird's wohl sein. Ich meine, das mit dem Raben, das war ja klar, die Andeutung, dass jetzt was passiert, aber ich habe mich trotzdem richtig, richtig heftig verjagt. Also das war. Obwohl es ja nur so eine dumme Puppe war, aber. Boah. Und stellt euch mal vor, sowas würde euch in echt passieren, da verjagt man sich ja noch tausendmal mehr. Okay, da können wir auch wieder hochklettern. Boah, das war schon ein guter erster Schockmoment. Wie gesagt, das war ja eins der Punkte, die ich bei House of Ashes so ein bisschen vermisst habe. So, bei Man of Medan waren ja schon ganz gute Schockmomente dabei, Little Hope ja sowieso. Und bei House of Ashes hat mir das so ein bisschen gefehlt. Ja. Ich sehe das, mir war nur das Licht auf dem Nebel an. Ja, weiß ich nicht. Wie soll das bitte in die Show passen? Ist mir nur aufgefallen. Eher so mystery-mäßig und du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Aber von wenig. Dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug. Das war ja wenig horrormäßig, fand ich House of Ashes. Bist du da sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade. Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Aber wie gesagt, liegt doch, glaube ich, habe ich ja schon mehrmals in diesen Spielen erwähnt, dass ich so psycho-horrormäßig wirklich sehr, sehr anfällig bin. Also ich glaube daher, dass der Teil, so was ich bisher gelesen habe, auch genau meinen Geschmack und meinen Schreckmoment finden wird. Weil das soll ja, glaube ich, eher so auf die Psycho-Ebene gehen hier. Weil, da gucken wir gleich mal. Weil, wie gesagt, so alle Sachen mit Bärwölfen, Zombies, Vampiren und so, das finde ich alles nicht so wild. Also, da geht's nicht weiter, okay. Kann man da durch das Fenster reinluschern? Ah ja, tatsächlich. Stark. Okay, da können wir wieder unsere Taschenlampe oder unser. Das Ding hat schon ewig keiner angefasst. Warum dröhnt dann das Horn noch? Okay. Weil es immer noch Nebel gibt. Gut, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das sind hier offensichtlich Eintragungen von Personen, die da irgendwie ihren Nebelhorn eingetragen haben. Daneben mein Plakat. Gut, sonst gibt es hier erstmal. So weiter nicht viel. Oha, zwei große Druckkisten. Read, please. Ja, dann wollen wir das mal lesen, ne? 10.04.2000. Also gar nicht so lange her. Wobei doch 22 Jahre. Weiter so, Team. Dies sollte die letzte Woche sein. Der Nebelhorn-Test gestern Abend war erfolgreich. Es sieht so aus, als ob die Automatisierung funktioniert. Wir machen heute noch einen letzten Test, dann können wir die Ausrüstung wegpacken. Ein paar von euch haben gemeldet, dass wieder ein Obdachloser herumhängt. Wir werden die Sicherung des Geländes verstärken und heute und morgen letzte Kontrollen durchführen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Abgesehen davon war die Arbeit bei dem letzten Projekt großartig, also lasst uns das Tempo beibehalten und wir werden Ende der Woche hier raus sein. T.S. Okay, also. Wissen wir, glaube ich, noch nicht, oder habe ich irgendwie nicht mitgekriegt, was für eine Art Team hier, sein soll? Keine Ahnung. Ist auch nicht so wirklich. Also sie haben offensichtlich irgendwas getestet. So eine Art Nebelhorn oder so. Die Tür ist immer noch verschlossen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, klettern wir hier durchs Fenster wieder raus. Okay, also wir wissen jetzt, dass hier irgendein Team war, das so Nebelhorn-Testung durchgeführt hat vor 22 Jahren. Dass niemand verletzt werden sollte und dass, ja, irgendein Obdachloser hier wohl herumgespukt ist. Ja, heppa. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier in den Leuchtturm kommen, wa? Verschlossen. Ja, gut. Ja, und nu? Ach, da können wir uns wahrscheinlich durchquetschen wieder. Deswegen haben wir das eben quasi gelernt. So, dann zackig. Okay,
Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich unten durchkriechen. Boah. Freunde, spitzt die Nerven an. Es kann sein, dass wir uns jetzt gleich erschrecken. Aber wir erschrecken uns nicht. Hier passiert nichts. Kann ich auch wieder aufstehen? Ja. Hier ist nichts, was uns erschreckt. So, hier geht's weiter. Dann auf in den Leuchtturm. Ah, Marc ist auf einmal auch dabei. Sehr atmosphärisch hier, finde ich. Oh, da wird wieder was passieren. Da ist wieder der Rabe. So, Freunde, spitzt die Nerven an. Sieht ziemlich alt aus. Ah, okay, da können wir jetzt, was auch immer das sein mag. Ah, unsere Haarnadel. Ne, Krawattennadel, okay. Ja, dann lass uns die mal einsetzen, wa? Ah, okay, das habe ich im Vorfeld gelesen. Was ist das? Nur eine alte Münze. Ah, das Hals und Beinbruch. Das sind scheinbar diese Münzen, die uns am Anfang ja der Kurator erwähnt hat. Hey, tut mir leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Die wir einsammeln sollen. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Okay, also das habe ich im Vorfeld nicht gelesen. Dass, ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen? Danke, Charlie. Verstehe schon. Okay, also hier können wir offensichtlich gleich diese Kiste verschieben. Das ist schon mal gut zu wissen, aber wir gucken uns erstmal noch kurz um. Also das habe ich im Vorfeld auf jeden Fall gelesen, dass manche Charaktere gewisse Gegenstände haben, die nur sie haben. Können wir eigentlich wahllos über alles springen? Nee. Also manche Charaktere haben, wie gesagt, manche Gegenstände, die aber auch nur sie haben. Das habe ich gerade schon gesagt, ne? Ja, stark. Okay, dann wollen wir hier mal diese oder auch nicht. Hey, da stand doch gerade, dass wir das verschieben könnten. Ja gut, aber wie gebracht hat uns das jetzt nicht, ne? Da stand doch gerade tatsächlich definitiv, dass wir das verschieben könnten. Oder müssen wir hier an die Seite? Ah. Ah, okay. Macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen da mal mutig rein. Nur ein kleines bisschen Anbruch. Und du läufst noch frei rum? Und schon sind wir in dem gar nicht gruseligen Leuchtturmhaus. Scheiße, was zur Hölle ist das? Schön, dich kennenzulernen. Habe ich jetzt nicht so verstanden, was hier abgegangen ist, wenn ich ehrlich bin. Okay, also es sind diesmal nicht diese Vorahnungsbilder offensichtlich. Von denen haben wir ja bisher noch keins gefunden, ne? Ah doch, okay, jetzt wo ich sage... Okay, das gucken wir uns nochmal an. Also ich kann es wirklich nicht genau erkennen. Irgendwas streift irgendwo drüber und dann explodiert es in so einer Höhle. Ich kann es wirklich nicht genau erkennen, bin ich ganz ehrlich. Grundsätzlich ist das ja aber so ein Anatomiebildchen, ne? Okay, Telefon ist abgerissen. Also ich habt ihr erkennen können, was da gerade hinter uns durch diese, Tür gebrochen ist? Hier muss nur mal frisch bezogen werden.
Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Okay. Da möchte uns das Spiel nicht herleiten. Alle, wir hätten ja riskieren können, da hochzuschauen. Aber wer weiß, was dann passiert wäre, ne? Vielleicht hätten wir dann direkt die erste Person hier verloren. Charlie, mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Jemand stopft eben gerne Tiere aus. Entspann dich. Tolles Hobby. Ah, das ist schon echt eklig. Vor allen Dingen, weil die ja nicht so... Weil ich meine, ich kann das generell nicht gutheißen, so. Aber die dann auch noch so... noch widerwärtiger als so eine Hinde einfach an die Wand zu nageln. Nochmal eine Spur deutlich ekelhafter. Also ich finde irgendwie etwas merkwürdig. Hinter den beiden ist ja nun mal eben sehr offensichtlich irgendwas oder irgendwer da aus so einem Raum ausgebrochen. Und aus dem Fenster raus. Also irgendjemand rennt ja hier rum. Oder irgendwas. It's all gonna be okay. Bitte? Sieh mal, das ist perfekt. Na komm, film los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann hast du einen Zoom auf den Leuchtturm. Das ist wohl die Insel, auf die wir nachher rüberfahren. Da, unser Taxi. Los, gehen wir lieber zurück. Ja, und auf jeden Fall, die nehmen das einfach als so ganz, ja, ist halt so passiert mäßig in Kauf. Hallo. Ist er das? Keine Ahnung. Wir haben ja nur telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich hab gar nicht gefragt. Seltsam. Spielen wir einfach mit, okay? Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumet. Alle an Bord und es kann losgehen. Hallo, das Grantham. Das ist Mark. Mark? Aaron, Jamie. Ladies? Und das ist Kate. Schön, der, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Doch, das ist doch definitiv aus Man of Medan und aber auch House of Ashes. Der hat Nick bei House of Ashes gespielt. Ich kann Ihnen nicht genug für diese Gelegenheit danken. Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Brad oder Alex bei Man of Medan, aber... Klar, natürlich. Da weiß ich nicht mehr wer. Also einen von den beiden Brüdern auf jeden Fall. Unheimlicher Schwenk vom Leuchtturm nochmal über die Szenerie. Ja, noch sind alle ganz gut drauf, ne? Oh, das... Oh! Ich wollte gerade noch sagen, da steht doch einer in so einem klassisch Horrorfilm gelben Regenmantel. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist es hier gefährlich? Nein. Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Ganz schön zugeknüpfte Angelegenheit hier, Gott. Hier entlang. Keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Weiß ich auch nicht. Ich war nicht auf eine Wanderung vorbereitet, Mr. Dumet. Es ist ein kurzer Weg. Dauert nicht lange. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von ihr fernhalten will? Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte.
Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der Was? Übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Erin? Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Also die haben wirklich einen Umgangston miteinander. Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumet. Also dafür, dass er keine Bilder von sich will, Machst du noch ein paar Aufnahmen? Läuft er aber freiwillig dämlich in die Kamera rein. Das ist natürlich klar gewesen. Okay, wir steuern jetzt Kate. Die mürrische, genervte Kate. Ey, wer ist das denn? Ja, das sind so diese typisch gelben Horrorregenmäntel, finde ich, ne? Mr. Dumet ist ganz schön streng. Hab ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Au, mein... Verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Oh, ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los. Ich erklär's dir später. Warst du wieder im Schauspielunterricht? Ja, ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil... Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Eieieiei. Kaum da, direkt schon ein Einbruch. Stark. Okay, wir steuern jetzt hier, wie gesagt, Kate. Etwas mürrisch und genervt ist sie ja durchgehend. Mit Jamie, offensichtlich ihrer besten Freundin. Und, hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay, sag die Wahrheit. Kann man die Show noch retten? Vielleicht, wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Informationen findet. Krass. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Okay, da haben wir einen alten Damenschuh gefunden. Den werden wir uns hier direkt mal unter den Geheimnissen anschauen. Ein Stöckelschuh ohne Absatz. Ja, sieh mal einer an. Da ist wahrscheinlich jemand in diesem Schuh weggerannt und dabei ist der Absatz abgebrochen. Kennt man ja aus diversen Filmen und Spielen solche Situationen. Private Property, keep out. Ja. Also dem Herrn ist hier tatsächlich wohl sehr... Aber sagt er ja auch, ihm ist sehr an seiner Privatsphäre gelegen. Das muss man ja grundsätzlich auch erstmal... Also das wundert mich irgendwie, dass zwischendurch einfach die englische... Also eben schon auf dem Tour mit Mark, ne? Komisch. Auf der anderen Seite ist das Spiel ja auch wirklich erst vor kurzem rausgekommen, ne? Wundert euch wie üblich nicht über die merkwürdige... Bewegungsart und Weise. Wie gesagt, wir wollen hier ja nichts übersehen. Also jetzt ist aber hier wirklich durchgehend alles auf Englisch, ne? Wie gesagt, wir wollen ja alle möglichen
Geheimnisse und so weiter, die wir finden können, wollen wir ja wirklich mitnehmen. Deswegen gehen wir in jeden einzelnen Winkel zur Seite, Jamie. Okay, da geht's nicht rein. Aber vielleicht gibt's ja hier wieder ein Fenster. Nee, gibt's in dem Fall nicht. Weil zum Beispiel, muss man ja nochmal lobend an der Stelle erwähnen, also da können wir uns ja selber gegenseitig auf die Schulter klopfen. Damals bei House of Ashes haben wir ja wirklich nahezu jedes Geheimnis gefunden, nahezu jede... Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Jetzt ist wieder alles auf Deutsch, komisch. Also damals haben wir ja wirklich fast alles gefunden und das, finde ich, sollten wir hier auch wieder anstreben. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ah, vielleicht müssen wir hier rüberspringen, ja. Guck mal einen an. Weil wir Profis sind. Okay, ja, dann werden wir jetzt hier mal über bitte nicht runter und stirb, ja? Mich das Mark noch heult. Deine Sorge rührt mich. Echt. Sind Mark und Kate offensichtlich ein Paar? Also bisher gibt es aber erstaunlich wenig zu entdecken, so, ne? Also, so den Stöckelschuh haben wir ja gesehen. Aber sonst haben wir ja jetzt hier noch nicht so allzu viel entdeckt, ne? Ansehen. Das ist eine alte... Wo das wohl hinführt? Den Hügel hoch und runter. Ja, aber was liegt am anderen Ende? So eine alte Seilbahn, ne? Also hier ist das Telefon intakt, schon mal gut. Sonst gibt es hier wieder nichts. Unheb. Leben Sie hier draußen auf der Insel? Runter! Mit Ihrer Familie? Oh. Meine Frau ist... Sie starb. Mr. Dumet, ist das eine echte Palme? Wurde die hierher verschifft? Ich glaube nicht. Okay, also es gibt viel, viel mehr Bewegungsmöglichkeiten, nennen wir es mal. Haben wir ja eben schon mal gesagt, also springen, klettern, kriechen, verstecken. Das finde ich irgendwie schon cool. Ist nur die Frage, also gerade mit dem Sprinten habe ich ein bisschen Angst, dass ich nie weiß, wann man das denn wohl einsetzen müsste. Also jetzt gerade zum Beispiel wäre es Schwachsinn zu sprinten, weil wir wollen ja möglichst viele Dinge sehen. Um dann jetzt hier so durchzurennen, das macht ja keinen Sinn. Okay, da kann man wahrscheinlich nachher runterherkriechen. Aber wir gucken erstmal kurz noch hier weiter. Da ist wieder diese Seilbahn, da gehen wir gleich hin. Erstmal gehen wir hier in diese Hütte. What about over there? Also das finde ich irgendwie wirklich, muss ich ein bisschen gestehen... Also nicht so ganz schlimm, weil wir können ja alle Englisch und wie gesagt, ansonsten zur Not sind ja die Untertitel auch darunter. Aber ich sag mal, das hat ja jetzt auch nicht wenig gekostet, das Spiel. Ist ja jetzt nicht irgendwie, dass es eine Beta oder Alpha oder irgendwie sowas wäre oder was auch immer. Sondern es ist ja ein fertiges Spiel und dann finde ich das irgendwie schon etwas skurril, dass, dass da, ja, wie soll man es sagen... Dann noch nicht mal der Ton wirklich passt, so, also das weiß ich nicht, was das soll. Ach, scheiße. Ja, wenn gut. Ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Jetzt haben wir natürlich... Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Können wir wieder zurück? Ja gut, das ist jetzt natürlich blöd, weil ich habe eigentlich gedacht, wir untersuchen da hinten die anderen Sachen auch noch alle. Weil wir hätten da, glaube ich, da geradeaus runterriechen können, kriechen können. Da links drüber klettern und so. Ich wusste nicht, dass das hier schon wieder... Also da waren ja nicht diese Pfeile wie sonst. Blöd. Aber gut, ist jetzt halt passiert. Ja, also wie gesagt, das mit dem Ton finde ich jetzt nicht krass störend so, aber weiß ich nicht.
Ah, da haben wir nochmal so eine Münze, sehr gut. Nee, ist keine Münze. Doch, ist so eine Münze, oder? Zwei haben wir jetzt schon, sehr gut. Alter, Jamie. Ja, weil wie gesagt, es ist ein fertiges Spiel, so, und dann finde ich, kann man sowas schon irgendwie doch vermeiden, ne? What about over there? Ja, also wie gesagt, es ist ja jetzt hier gerade jeder zweite Satz ist Deutsch oder Englisch, also das ist ja schon. Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Okay. So, wir springen jetzt hier nochmal rüber. Oder auch nicht. Oder doch. Und dann würde ich aber auch sagen, leiten wir so langsam das Ende der Folge ein. So. Du, hier geht's nicht weiter. Ja, ich würde sagen, wir gehen da vorne noch zu dem Zaun und dann beenden wir an der Stelle auch erstmal die zweite Folge hier an der Stelle. No Entry. Ja, mit diesem No-Entry-Schild würde ich sagen, beenden wir dann an der Stelle die zweite Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall bislang wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, das mit dem Ton finde ich ein bisschen skurril, aber jetzt auch nicht sonderlich störend. Ja, und dann sehen wir uns in der dritten Folge wieder. Tschüss!